lieber Krebs, hier ist die Inbal von inbalstarot.com. Herzlich willkommen. Gerne möchte ich heute eine Ich- und Du-Legung für dich machen. Beachte bitte immer auch dein Mond, Venus und Aszendentzeichen, ja? Unten in der Infobox und im obersten Kommentar findest du den Link zu den häufigsten Fragen, den Link zu deiner Jahreslegung für 2021 und den Link zur Übersicht aller Karten, die ich hier einsetze, inklusive dieser Osho Zen Tarot Karten hier. In Bezug auf die Legung nicht vergessen, die Rollen können vertauscht sein, die Legungen sind immer geschlechterunabhängig, Zeit ist flüssig und es handelt sich hierbei um Kollektivlegungen. Okay? Eine weitere Anmerkung nochmals, die Ich- und Du-Legungen, die kommen von Zeit zu Zeit raus. Ja, und ich mache hier nicht einfach so nur einen Teil der Sternzeichen und lasse die anderen aus. Deine Legung für die zweite Monatshälfte ist rausgekommen, jetzt vor dem 15. Wolltest du es am 20. April haben? Ne? So eine Vor- und so eine Rückschau und Vorschau, so eine Art? Nee, das macht keinen Sinn. Ja? Die Ich- und Du-Legungen, die streue ich so dazwischen sozusagen, ja, zwischen den anderen regelmäßigen Legungen und ich fange jedes Mal bei allen Sessions, ja, bei allen Perioden fange ich immer beim nächsten Sternzeichen an. Da gab es mal eine Legung, wo Krebs zuerst dran kam und dann beim nächsten Mal kam Löwe zuerst dran und danach Jungfrau und so weiter und so fort. Okay. Und komischerweise reklamieren die Menschen nie, wenn ihr Zeichen als erstes kommt. Ja, aber reklamieren tut man, wenn es nicht als erstes kommt, dann kommt es immer einfach immer zum letzten. Also, keine Ahnung. Keine Ahnung. Loslassen. Das bist du, Krebs, in Bezug auf dein Gegenüber. Siehst du diesen Tautropfen hier, der hier runterfällt? Erinnert an eine Träne hier, ja? Dieser Tautropfen fällt hier runter in das Wasser und löst Wellen aus. Okay, das hier ist Acht der Kelche. Krebs, folgende Aufgabe. Falls du an dein Gegenüber denkst, falls du dein Gegenüber vermisst, falls du mehr von deinem Gegenüber willst, aber dieser Mensch es nicht gibt, ja, diese Partnerschaft, diese zwei der Kelche nicht anerkennt, ja, dann habe ich eine Aufgabe für dich. Suche das traurigste Liebeslied, das du findest. Okay? Das ist diese Aufgabe hier. Ja, wo ist das? Doch, hier. Hier ist der Tropfen. Ist ganz klein. Such das, ja. Öffne ein Foto von deinem Gegenüber, den du so vermisst, und dann hör dir das Lied an, schau dir sein ihr Foto an und heule Rotz und Wasser, bis du diesen Menschen komplett aus dir rausgeheult hast, ja? Und lass einfach diesen Schmerz, diese Traurigkeit so richtig komplett hardcore à la Turca raus. Okay? Und sobald du all diesen Schmerz mal rausgelassen hast, dieser Tropfen hier gefallen ist, dann wird hier wirklich etwas passieren zwischen euch beiden. Dann werden hier Wellen geschlagen zwischen euch beiden. Okay, oh, ist gleich zwei gekommen. Kompromiss und Projektionen. Es scheint mir. Ein Moment. Das wird jetzt ein bisschen schwierig für dich, Krebs. Es scheint mir ein bisschen wie wenn ihr in zwei Parallelwelten lebt. Wenn du dein Gegenüber vermisst, dann vermisst dein Gegenüber dich. Wenn dein Gegenüber dich vermisst, dann vermisst du dein Gegenüber. Und das klingt jetzt grausam. Das klingt jetzt grausam. Wir haben hier Kompromiss, ja, zwei Menschen, die miteinander verbunden sind, auch wenn sie nicht gerade wie ein Team aussehen. Und hier haben wir Projektion, ja. Was du tust, tut dein Gegenüber. Was dein Gegenüber tust du. Es ist ziemlich interessant. Ich wollte jetzt hier deine Stellung in Bezug auf dein Gegenüber anschauen, aber ist hier direkt ein Ratschlag gekommen.
Was du tust, tut auch dein Gegenüber. Was dein Gegenüber tut, tust auch du. Verstehst du, was das heißt? Was passiert, wenn du das hier tust, das, was ich dir vorhin erzählt habe? So dieses Rotz- und Wasserheulen für dein Gegenüber? Dein Gegenüber wird dann auch Rotz und Wasser heulen und in Action treten. Okay, also falls dieser dein Gegenüber bisher so in einer Zwischenwelt war und du jemand warst, den man jetzt halt vergessen muss, was soll's, oder wieder jemanden verloren, dann wird hier, sobald du diesem Menschen diese Energie vom Heulen, ja, ich sag's jetzt einfach, schickst, auch losheulen und merken, eieieiei, das Krebs ist nicht eine wie alle. Ja. Okay, und ich sag's euch, meine Karten würden so etwas nicht raten, wenn ihr nicht zusammengehören würdet. Ja, ihr kennt meine Legungen, bei denen geht es mehr darum, Menschen rauszuschmeißen aus dem Leben. Aber ihr zwei, ihr sollt zusammenkommen und es gibt einen Grund dafür, dass hier direkt dieser Ratschlag gekommen ist. Okay? Du wirst damit umgehen können, dieses professionelle Heulen. Ja, das wirst du gut machen können, weil du bist ein Wasserzeichen. Ja. Drei Karten bitte für das Gegenüber in Bezug auf Krebs. Kummer, der Traum und Stille. Schau mal. Kummer, Traum und Stille. Hier habe ich 9 der Schwerter. Hier habe ich 6 der Kelche und hier habe ich die Mondkarte. Bei Kummer geht es hier darum, dass dieser Mensch glaubt, dass dieser Schmerz um dich vorbei sein wird. Es fehlt hier ein Schwert hin zu 10 der Schwertern. Jetzt ist das Äquivalent zu 9 der Schwerter hier. Es fehlt hier ein Schwert, eine Entscheidung, um dich komplett aus seinem, ihrem Leben rauszuschmeißen. Okay. Hier haben wir 6 der Kelche. Dieser Mensch vermisst dich, Krebs. Und wir haben hier die Stille, das ist die Mondkarte im Tarot. Das ist deine Karte im Tarot. Wo ist mein Krebs? Was treibt mein Krebs? Was macht mein Krebs? Das klingt alles sehr an dir interessiert, Krebs. Aber lass dich nicht täuschen. Lass dich nicht täuschen. Solche Gefühle habe ich momentan in Bezug auf Tel Aviv, ja, wo man nicht hingehen kann momentan wegen der aktuellen Situation. Ja? Aber lass dich nicht davon täuschen. Schicke diesem Menschen die Verlustenergie, dieses Heulenergie. Ja, es klingt, die Legung klingt ein bisschen wie boshaft, aber sorry, aber ich habe hier nicht jemanden, der weggehen möchte. Ich habe hier jemanden, der dich sehr vermisst und hier aus Vernunft heraus etwas beenden möchte, womit er sie eigentlich im Herzen verbunden ist. Das ist 6 der Kelche hier, Seelenpartnerschaft. Ja? Und damit dieser Mensch hier aufwacht und in Action tritt, musst du diesem Menschen die Energie vom Rotz- und Wasserheulen schicken. Okay? Ist eine sehr spezifische Legung, wird nur für jene gelten, die hier eine Sehnsucht in Bezug auf das Gegenüber mit sich tragen. Ja, ich habe hier die 6 der Kelche-Karte und hier habe ich die 6. Karte Kompromiss. Siehst du? Es ist wie so ein Message, den du diesem Menschen schickst, à la, ob es dir nun gefällt oder nicht. Wir müssen irgendwie die Mitte finden. Wir müssen irgendwie mit den kleinen Fingern da einander Hand in Hand halten. Okay? Ziemlich spezielle Legung. Ja, also die Osho-Karten sind auch manchmal ziemlich direkt und manchmal auch sehr knallhart, ja? Dieser Mensch hat es sehr vermisst, dich zu umarmen, Krebs. Fühlt sich momentan an einem sehr kalten Ort, kühlen Ort, ja, zu betoniert, zu betoniert. Dieser Mensch fühlt sich so ein bisschen eingeengt von der Trennung hier und es könnte sein, dass er sie eben deswegen an einem Punkt steht, wo er sie sagt,
Hey, ich muss das beenden. Ich muss jetzt Krebs vergessen. Ja, so aus Vernunftsgründen. Ich kann nicht ewig hier sein. Damit das nicht passiert, musst du die Gefühle mal ein bisschen anpumpen zwischen euch beiden. Ja, ich habe hier 8 der Kelche, 7 der Kelche, die Projektion, das ist die 15. Die 15. Karte ist die Teufelskarte, die Karte, die zwei Menschen aneinander kettet. Ja. Hat nicht immer eine negative Bedeutung. Und auch hier haben wir so dieses Muss, ja, wir müssen beieinander sein. Okay, man hält sich hier, obwohl man nicht einander zugeneigt dasteht. Okay, klingt sehr nach einer unabgeschlossenen Verbindung hier. Ja, es ist da noch nichts zu Ende. Ich denke, auch wenn das nicht zur großen Liebe führen sollte, ja, für den Fall, dass es nicht zur großen Liebe führen sollte, ist das hier eine wichtige Verbindung für euch beide, aus der ihr beide etwas noch lernen müsst. Ja, die Lektion hier ist noch nicht beendet. Wir haben hier insgesamt 21 Kelche. Die 21. große Arkana ist die Weltkarte und da geht es um Karma-Lektionen. Okay, ihr zwei, ihr seid noch nicht fertig miteinander und stoßt da mal ein bisschen auf der Gegenseite was an, bevor diese Projektionskarte dann auf der Gegenseite auftritt und du dann das tust, was dein Gegenüber tut. Ja, ist ein bisschen Wirrwarr. Ja, ich weiß, folge meinem Ratschlag hier, Krebs, und schicke deinem Gegenüber diese Energie. Er, sie soll auch Rotz und Wasser heulen, wie du. Okay, ich werde hier. Ciao, Geduld heißt es hier, Geduld. Das ist eine schwangere Dame hier auf dieser Karte. Hier habe ich die 6. Karte, hier die 7. Karte. Das ist eine schwangere Dame. Wenn man ein Kind auf die Welt bringen möchte, irgendwie kommt das Thema momentan die ganze Zeit, wenn man ein Kind auf die Welt bringen möchte, dann gibt es die Besamung, okay? Und danach muss man nichts mehr tun. Ja, wenn die Besamung stattfindet, wenn die Befruchtung stattgefunden hat, ja, Sperma hin zur Eizelle und dann gibt es die Befruchtung und dann nistet sich das Embryo dort ein, dann ist fertig. Dann müsst ihr nichts mehr tun. Ihr dürft weiterhin, ja, aber ihr müsst nicht. Danach heißt es warten. Ja, und ihr könnt auch nicht da reingreifen und das Kind rausziehen oder so. Oh mein Gott, hä? Gott behüte. Man muss warten. Schicke diesen Tropfen hier, setze diesen Samen und dann warte drauf, was hier alles geschieht danach. Okay? Ich werde hier mit diesen Karten eure gemeinsamen Energien anschauen und dann werde ich schauen, was hier in der materiellen Dimension, also der Dimension, in der wir leben, atmen, leben, essen, trinken, schlafen, Sex haben, ja, besamen und alles. Werde ich schauen, was passiert, ja, in dieser Dimension, dann werde ich hier nachschauen, was du vor deinem Gegenüber versteckst und was dein Gegenüber vor dir versteckt. Da, wo ich Action sehe, ziehe ich eine Zeitkarte, dann wissen wir, wann das ungefähr stattfinden wird. Den Link für die Fortsetzung findest du unten in der Infobox und im obersten Kommentar. Falls dir mein Stil gefällt, freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute, macht's gut. Bye bye!